Oh. Möchtest du das wirklich tun? Ich werde niemals verschwinden. Ja, und das ist auch richtig. Das ist in Ordnung. Also, Qual, glaube ich, ist teilweise ein bisschen schwierig übersetzt mit Leid. Ah ja, natürlich, Gier. Buh! Entschuldige, ich wollte dich nicht erschrecken. Ach, perfekt. Du bist es wieder. Wie unhöflich. Ich bin hier, um dir aus diesem Drecksloch herauszuhelfen. Du hast richtig gehört. Und wie möchtest du das machen? Unterschätze mich nicht. Ich gebe dir nur eine Bedingung. Du wirst mich nie mehr im Stich lassen. Und das war's. Wenn du dir diesen Vertrag unterzeichnen würdest, wenn du nur diesen Vertrag unterzeichnen würdest. Ja. Seine Seele verkaufen. Ich sollte das nicht tun. Sei kein Idiot. Ich biete dir einen Ausweg aus dieser Quälerei. Was gibt es darüber überhaupt nachzudenken? Ich denke, der P Punkt geht an dich. Es ist nur genug. Unterschreibe. Zerreiß den Vertrag. Also ich würde den Vertrag einfach zerreißen. Dann wäre er nämlich genau wieder so am Punkt, wie er vorher war. Genug. Ah! Nicht du schon wieder. Ruhe. Unterschreibe nicht. Denk darüber nach. Die Reise. Qual, Verlust, Vergebung, Liebe. Du bist am Genesen. Da ist er wieder. Vernunft und seine poetische Weisheit. Hahaha. Hör mir zu. Du brauchst ihn nicht. Nicht mehr. Aber er bietet mir einen Ausweg. Nicht den Weg, den du gehen möchtest. Vertrau mir ein letztes Mal. Richtig so. Dann würde er nämlich denselben Weg wie vorher schon gehen. Was hast du getan? Nein! Er hat seine Gier überwunden. Ich bin endlich frei? Was ist passiert? Du hast gewählt. Dankeschön. Willkommen, Ehrgeiz. Ehrgeiz? Es gibt einen schmalen Grat zwischen Gier und mir. Du hast die richtige Wahl getroffen. Aber ohne Vernunft hätte ich unterschrieben. Ja, ist klar, die Vernunft leitet einen dazu, Dinge zu tun, die man nicht tun sollte. Das ist doch der Grundgedanke von Vernunft, oder nicht? Vergiss nicht, wir alle sind miteinander verbunden. Du wirst Ehrgeiz brauchen, sobald du hier raus bist. Raus? War das etwa ein kleines Lächeln auf deinem Gesicht? Behalte deinen Kampfgeist. Es gibt immer noch etwas, das in der Tiefe eingeschlossen ist. Du wirst alles brauchen, um zu siegen. Bleib stark. Du hast es fast geschafft. Ja, nur was jetzt? Oh. Bereite dich vor. Ich werde dort sein. Okay. Einmal speichern. Oh, seine Eltern. Mutter, Vater. Hey, Sohn. Wie geht es dir, Schatz? Ich fühle mich kraftloser. Kraftvoller. Autsch. Ich meine, ich muss nah dran sein. Das ist großartig, Schatz. Bleib dran, Sohn. Was macht ihr hier? Seid ihr in Ordnung? Mach dir um uns keine Sorgen, Sohn. Dein Vater hat recht, du musst dich konzentrieren. Hör zu. Dieses Mal wurden wir von Verlust geschickt. Du möchtest es nicht hören? Aber du musst. Okay, was hat er zu sagen? Verlust bringt eine schmerzhafte Erinnerung.
Eine Erinnerung, welche du weggesperrt hast. Es tut mir leid, Schatz. Aber du musst dich dem stellen. Du bist stark. Du wirst darüber hinwegkommen. Ich liebe euch beide. Was muss ich machen? Schließe deine Augen und konzentriere dich. Denk an uns. La 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 langweilig. Alle meine Spielsachen sind bereits im neuen Zuhause. Und ich bin hungrig. Kindheitserinnerung, das Ende der Kindheit. Oh, scheiße. Oh. Natürlich ein regnerischer Tag. Oh. Untersuchen. Da ist nichts zu essen im Ofen. Haben wir nicht auch einen Kühlschrank? Vater sagte, sie bringen Pizza mit. Ich möchte Pizza, jetzt. Oh. Oh. Es gibt dort nichts mehr. Das ganze Zeug ist hier in der Küche. Das neue Zuhause ist so viel kleiner. Oh, naja. Ja, ist klar, einem Kind das alles beizubringen, wie die Welt so funktioniert, das ist schwierig. Ich kann die Uhrzeit noch nicht lesen. Aber sollten Mutter und Vater nicht längst zurück sein? Ich werde mindestens 10 Pizzen essen. Vater sagt, ich esse mehr als ein Pferd. Ach, süß. Oh Mann. Meine Eltern hatten gesagt, ich soll Fremden die Tür nicht öffnen. Ich werde einfach leise sein. Hey, Kindchen, du brauchst keine Angst zu haben. Mein Name ist John. Ich bin von der Polizei. Würdest du bitte die Tür öffnen? Oh je. Hey. Wie ist dein Name, Junge? Stimmt, wir kennen seinen Vornamen gar nicht, oder? Ich, etwas ist passiert. Es tut mir schrecklich leid. Aber es gab einen Autounfall. Wo sind Mutter und Vater? Es tut mir sehr leid. Sie sind jetzt beide an einem besseren Ort. Hey, mach dir keine Sorgen. Du möchtest das wahrscheinlich nicht hören, aber alles wird gut. Jemand wird sich gut um dich kümmern. Oh, bevor ich es vergesse. Ich habe das hier aus dem Auto bergen können. Ich vermute, dass es dir gehört? Oh. Oh, der Elefant. Deswegen die schlimme Erinnerung mit dem Elefanten. Oh je. Oh, der Ärmste. Er tut mir so leid. Lauf! Oh Gott! Deswegen die schlimme Erinnerung an den Elefanten. Weil er den Elefanten damit assoziiert mit dem Tod seiner Eltern, ist klar. Und natürlich holt er einen irgendwann ein. Oh, aber die Musik ist echt gut. Was ist das denn? Der Ursprung von allem. Kann ich? Was ist das? Wer bist du? Vernunft? Das gucken wir uns noch weiter an. Hallo? Ah, jetzt. Vernunft, was zur Hölle ist das Ding?
Es ist der Ursprung von allem in dir. Bitte hör auf. Sprich in Worten, die ich verstehen kann. Du musst dich dem endlich stellen. Dieser Ort, dieser dunkle Ort in dir, der dich als dein Gefangenen hält. Unsicherheit, Wertlosigkeit, der Ursprung von allem. Und hier bist du. Bereit, es zu tun. Ich weiß nicht. Hör mir nun zu, denn ich bin die Vernunft. Sag mir, was ist das für ein Ding? Es ist... Ich würde schätzen, das Traumata, die Angst und so. Schau genauer hin. Ja, das verdrängte Traumata. Es ist... Trauma? Ja. Der Ursprung von allen Dingen in dir. Aber jetzt, nach all den Jahren, hast du die Chance, es zu überwinden. Ich... kann nicht. Es ist zu stark. Und was ist überhaupt der Sinn? Du bist kurz davor, dich selbst wiederherzustellen. Warum stand da eben einmal kurz Vernunft? Aber wie könnte ich jemals meinen Verlust überwinden? Indem du mich akzeptierst und mit mir umzugehen lernst. Aber warte, was kann ich überhaupt tun? Du hast mich gefunden. Zusammen werden wir uns erheben. Ich fühle mich leer. Wie werde ich wieder begeistert? Fordere meine Schöpfung heraus. Wofür soll ich kämpfen? Ich bin irgendwo da draußen. Finde mich. Oh, Liebe, okay. Aber was ist, wenn die Dinge wieder schief laufen? Ich werde da sein, um dir Geborgenheit zu geben. Wie könnte ich mit diesem Elend leben? Ich existiere aus einem Grund. Akzeptiere mich. Wie könnte ich mit meinen Ängsten leben? Ich habe dich nur in Sicherheit gebracht. Wie könnte ich mir je selbst vergeben? Durch mich? Okay, okay. Siehst du es nun? Du bist so nah dran, aber etwas fehlt noch. Denk nach. Der Brief. Der Brief, den Charlie mir gab. Das muss es sein. Ich wusste, dass du es so weit schaffen würdest. Du warst immer entschlossen. Aber zur selben Zeit hat deine Unsicherheit deine Entschlossenheit aufgehoben. Dich ungeschützt zurückgelassen. Ich habe versucht, dich zu erreichen. Auf den richtigen Moment wartend. Du standest auf Messers Schneide. Bereit zur Bewältigung. Bitte, lass mich dir helfen. Mut! Natürlich. Mut. Ich habe alles, was ich brauche. Ja, die Gräber seiner Eltern, ist klar. Hey, Mutter und Vater. Ich verstehe es nun. Ich hätte meine Qual nicht unterdrücken sollen. Ich habe mich meinem Verlust nicht gestellt.
Ich habe einige furchtbare Entscheidungen in meinem Leben getroffen. Ich habe nie verstanden, warum. Aber jetzt verstehe ich. Ich denke, ich bin bereit, Hoffnung wiederherzustellen. Ich habe überall gesucht, aber ich konnte es nicht finden, wonach ich suche. Und doch muss all das einen Zweck haben. Ich wurde hierher geführt durch Vernunft. Wenn du da bist, bitte, irgendwie, hilf mir. Sohn. Mutter, Vater? Es ist Zeit. Was meinst du damit? Ich verstehe nicht. Dein Licht. Lass es erstrahlen. Seine Eltern sind die Hoffnung? Zumindest hier so symbolisch. Willkommen zurück. Du wurdest vermisst. Hoffnung. Was? Wir sind alle miteinander verbunden. Wir sind nun vollständig. Kannst du es nun sehen? Wir sind ein Gedanke. Wir sind seine letzte Hoffnung. Die Reise im Handumdrehen. Bitte, beeil dich. Niemand sonst kann ihn stoppen, außer dir. Alles hängt von dir ab. Was muss ich tun? Du weißt, was zu tun ist. Amman selbst ist die Hoffnung. Ja gut. Okay. Oh, und wir sollen jetzt verhindern, dass wir den Abzug drücken? Ja. Oh. Oh, es ist dunkel. Das ist... Oh. Das ist aber auch wirklich gut. Ich bin hier. Es gibt so viel zu sehen. Mach das nicht. Ich konnte es nicht tun. Etwas hat sich verändert. Ah, verdammt. Jetzt muss ich die Schrotflinte... Jemand muss die Schrotflinte gehört haben. Hey! Alles in Ordnung? Diese Stimme klingt vertraut. Alles in Ordnung? Achso, alles in Ordnung. Ich komme rein, nur um auf Nummer sicher zu gehen, okay? Okay. Ah, okay. Oh, mein... Was hast du getan? Ich wollte... Aber etwas... Hey! Beruhig dich, bitte! Es ist in Ordnung. Mein Name ist Jen. Ich bin vor ein paar Tagen hierher gezogen. Mein Name ist Casey. Schön, dich kennenzulernen, Casey. Gleichfalls, Jen. Und danke, dass du nach mir gesehen hast. Tut mir leid, ich bin ein echtes Wrack. Mach dir keine Sorgen deswegen. Möchtest du darüber reden? Es gibt ein gutes Café in der Nähe. Natürlich nur, wenn du Kaffee auch magst. Ich liebe Kaffee. Alles klar, dann los. Na also, da hat er seine Hoffnung. Hat er seinen Grund gefunden, weiterzuleben. Oder, naja, gut. Oh, wie die Schrotflinte noch dampft. Das war ein wirklich sehr gutes Spiel. Uff. Hey Leute, vielen Dank für das Spielen von Distrain 2. Es war eine wahnsinnig große Menge Arbeit notwendig, um dieses kleine Spiel zu erstellen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Oh, bitte denk darüber nach, ein Review zu hinterlassen, egal woher du das Spiel erhalten hast. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ich möchte meiner Familie und meinen Freunden für ihre Unterstützung danken,
Danke auch an alle Leute, die via Social Media aktiv waren, mich ermutigt haben, weiterzumachen. Ich weiß eure Mühen wirklich zu schätzen. Ich möchte mich und meine Spiele... ihr könnt mich hier und meine Spiele finden und so. Ja, genau. Deutsche Besetzung von The Tolma 4 Team? Steven Korkowski. Also im Prinzip das komplette Spiel war einfach diese Suche nach der Hoffnung. Dass man doch nicht sagt, dass man alles beendet. Uff, das war wirklich ein starkes Spiel. Zumindest halt, wenn man weiß, wie es ist, so in dem Rahmen verzweifelt zu sein. Und das weiß ich. Puh, hat mir wirklich sehr gut gefallen, das Spiel. Ich hoffe, euch hat es auch soweit gefallen. Und dass ihr vielleicht auch etwas davon mitnehmen könnt. Ich weiß es ja nicht, ne? Naja. Puh. Und die Angst immer wieder. Die Angst ist immer wieder präsent gewesen und soll uns eigentlich davon hindern, etwas zu machen. Aber trotzdem hat auch die Angst eigentlich dafür gesorgt, ja, dass wir einfach nur kurz uns vom Weg wegbewegen und nur kurz an Ort und Stelle verharren, hat uns aber nicht wirklich etwas getan. Ist wirklich nur kurz da gewesen, hat uns Angst gemacht und danach konnten wir weitermachen. Oh Mann, ich glaube, über das Spiel werde ich demnächst noch sehr viel nachdenken. Gut, dann vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es genauso sehr gefallen wie mir. Es ist wirklich gut gewesen, wirklich großartig. Wenn es euch denn gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch nicht habt, könnt ihr auch gerne abonnieren. In der Videobeschreibung findet ihr die Links zu Twitter, Discord, Instagram und Patreon, wenn ihr mir folgen und mich unterstützen wollt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Spiel wieder. Oder was auch immer ich mache. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.